Herr traut sich nicht. Mach schon, Junge! Jawohl, jawohl, jawohl. Ist es wieder einmal soweit? Gibt es ein neues Video von mir? Das ist gut. Und ich sollte vielleicht in die Kamera sehen und nicht daneben in den Bildschirm. Oh ja. Servus, liebe Leute, und herzlich willkommen zum ersten Video 2021. Heute lernen wir aus den Fehlern von anderen. Und zwar sehen wir uns ein paar Beard-Fails an. Auch kündige ich euch neue Experimente und Langzeitprojekte an. Bevor wir aber loslegen, möchte ich noch meinen neuen Kaffeekassenspendern danken. Lieber Marc, Michelle und Malte, vielen Dank für den Kaffee. Und jetzt geht es auch schon weiter mit dem Video. Dass man Fehler nicht unbedingt selbst machen muss, um daraus zu lernen, das sehen wir heute. Mein erster Kandidat ist ein älterer Herr mit wunderbarem weißen Bart. Das Video heißt How Not to Line Your Beard. Also, wie man das nicht macht, wie man seine Bartlinie nicht trimmt. Das impliziert ja, dass er es falsch gemacht hat oder dass irgendetwas schief gegangen ist. Ich finde es Wahnsinn, was der für einen Bart hat. Also, unglaublich hohe Wangenlinie. Bei ihm wächst ja der Bart wirklich bis hier auf Nasenhöhe rauf. Das hätte ich natürlich auch gerne. Aber ich glaube, das hätte jeder gerne, denn ja, wenn der Bart so weit rauf wächst, dann ist man ja komplett frei, die Wangenlinie zu gestalten, wie man es möchte. Da hat man alle Möglichkeiten. Da kommen wir auch gleich zu meinem Experiment, das ich ankündigen wollte. Und zwar werde ich hier auch Dermarollen wieder. Ich werde mir die oberen Wangenpartie Dermarollen. Jetzt ist es eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um wirklich nur den Dermaroller zu testen und vielleicht auch eben über eine längere Zeit. Ich habe den damals nie mehr als 3-4 Monate verwendet am Stück. Und jetzt werde ich ihn einfach regelmäßig verwenden, zweimal die Woche, und zwar einen 0,5 mm Dermaroller. Ich werde auch denselben Dermaroller für meine Kopfhaare verwenden. Das ist das zweite Experiment, das ich euch ankündigen möchte. Dazu werde ich aber keine regelmäßigen Update-Videos machen, sondern das Experiment, da möchte ich dann ein Video machen, wo ihr den Anfang seht, wie ich das alles mache, was ich verwende und dann eben, ob es ein Ergebnis gibt oder nicht. Ich weiß noch nicht genau, wie lang das Experiment dauern wird, also ob das jetzt ein halbes Jahr dauern wird oder ob ich vielleicht sogar ein ganzes Jahr mache. Aber auf jeden Fall bekommt ihr dann ein Video von dem ganzen Experiment von Anfang bis zum Ende. Es gibt noch ein zweites Experiment, das ich machen werde, beziehungsweise eigentlich ein drittes, denn der Dermaroller, das ist ja, sind ja zwei Experimente, einmal für die Kopfhaare, einmal für den Bart. Und da gibt es noch ein drittes Experiment, was ich jetzt gerade angehe. Wer es jetzt visuell noch nicht gesehen hat, was ich mache, ja, dem werde ich das später erklären, aber zuerst schauen wir uns mal weiter an, was Opi mit seiner Bartlinie macht. So, jetzt würde ich nichts mehr machen, wenn ich er wäre. Linie reingemacht, ist zwar nicht perfekt, aber mit so einem riesen fetten Trimmer kann man auch nicht erwarten, dass das jetzt die perfekte Linie wird. Die andere Seite angleichen und fertig. Was machte er? Wir werden sehen. Okay, er hat die Linie nochmal ein bisschen besser gemacht. Hat es echt gut erwischt eigentlich, würde ich sagen. Sieht super aus. And you always want to match it up on the other side, so you don't look stupid. Unevenness is not, ja, is not good. Ich glaube, es wird niemand so rumlaufen wollen, dass er das nur auf einer Seite gemacht hat. Aber dann, das ist jetzt immer die Schwierigkeit, wo viele Fehler passieren, dass Leute eben angleichen auf der anderen Seite und dann ist es ein bisschen ungleich, dann gleichen sie wieder an und so weiter, bis halt irgendwann mal kein Bart mehr da ist. Wie macht er's? Eigentlich hat er es ganz gut erwischt, finde ich. Wenn ich eher wäre, würde ich es so lassen, aber wir wissen ja am Videotitel, da passiert noch was. Und ja, wenn man jetzt dann so grob sich die Linie gemacht hat, dann könnte man jetzt eben zum Beispiel mit so einem One-Blade oder was die obere, also das alles noch sauber machen. Oder halt mit einem wirklichen manuellen Rasierer. Aber dafür braucht man halt auch Skills.
die ich selber zum Beispiel noch gar nicht entwickelt habe. Aber wie schon vorher gesagt, bei mir ist es auch wirklich schwierig mit der Wangenlinie. Ei. Oh oh. Mess it up like that. The more you leave it alone, the better off you'll be. Oh, yeah, habt ihr sein Gesicht gesehen, hat er sofort gemerkt, dass das jetzt zu viel war. Da hat er jetzt eine Kante drin. So I'm gonna have to come in on this side a little bit. Ich würde die Kante angleichen. Leute, macht das nicht, wenn ihr eine Seite versaut habt, aber es nicht zu schlimm ist, dann lasst es einfach, es lässt ja wieder nach. Aber er kann nicht aufhören anzupassen. Ah, jetzt setzt das immer niedriger. Also, das ist jetzt mal richtig, richtig eckig. Jawohl. Ich meine, ja, könnte man auch so tragen, aber es ist halt, ja, nicht wirklich schön. Er stirbt innerlich. Yeah, that looks pretty stupid. That's for sure. So, there you go. Whenever you mess it up, you gotta do something. Also ich finde es jetzt gar nicht so übel. Ich würde es so tragen, bis die Linie wieder reinlässt. I think the best thing for me to do at this point is to go ahead and take it out to my ear. So if you mess up, you just have to improvise. Yeah. Just try not to mess it up enough that you have to cut it completely off. Also er sagt, wenn man eben das versaut, dann muss man improvisieren. So, let's go. Aber ich finde seine Lösung, Vorschlag, irgendwie finde ich noch schlimmer, als es jetzt aussieht. Wenn er sich wirklich den kompletten Bart wegmacht. Jetzt hat der Bart halt überhaupt keine Form mehr. Ich meine, was er natürlich machen kann, ist eben den Bart jetzt wieder reinwachsen zu lassen, und bei so starkem Bartwuchs wie bei ihm wächst es ja relativ schnell wieder rein und dann da einen Übergang reinmachen. Aber ich finde, dass es so viel schlimmer aussieht als mit Koteletten. Da hätte ich die Koteletten gelassen. Aber ja, Leute, was lernen wir daraus? Einfach aufhören. Ab einem gewissen Punkt einfach aufhören. Es sieht oft im Spiegel auch viel schlimmer aus, als es dann so natürlich wirkt. Oder das Licht im Spiegel zum Beispiel. Bei mir ist oft so, da, wenn ich die Haare hier auf der Seite kürzer mache, dass dann durch dieses Licht das so aussieht, als hätte ich ein Riesenloch. Aber bei einem anderen Licht sieht es ganz normal aus. Und wenn ich jetzt darauf eingehen würde, auf diesen optischen Eindruck, den ich dann vor diesem Spiegel mit dem Licht habe, und dann ja, mir denken würde, oh, da ist jetzt so ein Riesenloch, mache ich alles weg, dann hätte ich eben die ganze Sache noch schlimmer gemacht, als sie eigentlich ist. Und ja, bei einem anderen Licht, in einem anderen Spiegel plötzlich, sieht es wieder ganz anders aus. Und das Problem ist gar nicht so groß, wie man gedacht hätte. Also immer die Ruhe bewahren, nicht ausflippen, wenn einmal etwas ein bisschen daneben geht. Meistens ist es gar nicht so schlimm, wie man denkt, und ja, nicht unendlich anpassen, denn irgendwann mal hat man nichts mehr zum Anpassen, weil kein Bart mehr da ist, und dann ärgert man sich erst so richtig. Und ja, wenn man das selber machen können will, also sich die Bartlinie machen können möchte, dann muss man üben, und wenn man übt, kann es natürlich immer sein, dass etwas schief geht, das ist dann einfach Lehrgeld. Am besten einfach daraus lernen und es beim nächsten Mal besser machen. Habe ich noch ein Video vorbereitet. Also der Titel des nächsten Videos ist Instant Regret Shaving the Year Old Beard, aka the Year. Ich habe mir noch nie einen Year wachsen lassen. Ich weiß auch gar nicht, ob das bei mir wirklich ein Projekt ist, das ich machen möchte. Weil bei mir hier einfach am Hals der Bart fehlt für einen wirklich langen Bart. Und dann fällt die Form schnell auseinander, wenn er länger wird. Und es sieht einfach nicht gut aus. Habe ich euch schon oft erzählt. Aber das bleibt leider Fakt, Tatsache. Aber bevor wir das Video anschauen, wo sich jemand seinen Yield abrasiert und das eben bereut, was ich sofort glaube, kündige ich mein drittes Experiment an, das ich vorhabe. Und zwar, falls ihr noch nicht drauf gekommen seid, lasse ich mir die Schnauzerhaare wachsen. Und das wird zwischendurch wirklich gar nicht gut aussehen.
sehr wahrscheinlich. Und ja, ich versuche jetzt eben herauszufinden, wie geht man damit um? Wie geht man damit um, wenn man sich dem Schnauzer richtig lang wachsen lässt? Und zwar möchte ich eben nicht ihn dann hier schneiden und nur die Seiten lang wachsen lassen, sondern ich möchte wirklich das volle Potenzial des Schnauzers herausbringen, was eben bei mir möglich ist. Ich habe eben keinen so dicken Schnauzer und deswegen möchte ich schauen, was passiert, wenn ich wirklich alles an Material verwende. Also auch die Haare, die hier in der Mitte wachsen, die werde ich nicht abschneiden und kürzen, sondern die werde ich so lang wachsen lassen, dass ich sie bis hier an den Rand legen kann und vielleicht eben dann mit dem Rest auch zwirbeln kann oder eben irgendeine Schnauzerform reinbringe. Hat mich einfach interessiert zu sehen, was ist mit dem Material möglich, auch wenn es bei mir eben gar nicht so viel ist. Und ja, jetzt zum Beispiel im Moment, und ich finde, das hält richtig gut. Also jetzt habe ich das erste Mal probiert, einfach das mit einem Bart, mit einer Bartwichse, und zwar die von Stern, die ungarische Bartwichse ist das, den einfach so auf die Seite zu kämmen. Ich föhne ihn auch auf die Seite, wenn der Bart noch nass ist, also nach dem Duschen und so, föhne ich den Schnauzer auf die Seite und dann bleibt er eigentlich auch relativ so liegen. Ohne jetzt diese Bartwichse würden natürlich so einzelne Strähnen wieder in den Mund reinhängen, aber so mit der Bartwichse, das hält eigentlich wirklich gut. Bis jetzt. Das sind diese Challenges, die man hat, auch wenn man sich den Bart das erste Mal einfach nur lange wachsen lässt, dass man da über diese Punkte drüber geht, wo es einfach schlecht aussieht oder nicht so gut aussieht, wo man da mit Tricks das trotzdem noch in eine vernünftige Form bringt und so. Und ja, das erlebe ich jetzt alles mit dem Schnauzer. Dazu wird es dann auch ein Video geben. Da werde ich dann ein Video machen von Anfang bis zum Ende. Und ja, ihr werdet ja sehen, jetzt kontinuierlich wird meine Schnauze immer länger werden. Und ja, da werde ich schon auch wieder ab und zu einmal vielleicht etwas dazu sagen in meinen Videos. Aber schauen wir uns jetzt... habe ich wieder lange geredet. Schauen wir uns an, wie er sich seinen Yeard abschneidet. Er traut sich nicht. Mach schon, Junge! Er traut sich nicht. Voll gut. Mach einfach. 10 Minuten später. Er hat es getan. Jetzt die andere Seite. Sieht so auch nicht schlecht aus. Ich würde es ja fast so lassen. Könnt ihr euch noch an meine Videos erinnern, wo ich mir die Haare... den Bart abrasiert habe und dann eben 6 Videos oder so draus gemacht habe, weil jedes Mal, wenn ich ein bisschen wegrasiert habe, wollte ich es einfach mal so lassen. Aber er zieht es echt beinhart durch. Ja, auf der einen Seite ist jetzt auch wirklich zu kurz. Da kann eigentlich gar nichts mehr machen. Okay, klassisch, der Schnauzer. Ah, es schmerzt schon irgendwie. So ein schöner Bart. Crazy. Das wäre ein heftiger Kinnbart. Er probiert gar nicht so viel aus. Er macht ihn einfach nur weg. Naja. Er hat auch gar nicht so viel Halsbart. Ja. Dafür ist er oben so dick, der Bart. Da funktioniert auch ein langer Bart. Bei mir ist das leider ja nicht so dicht. Ah. Alter Schwede. Ah, es tut so weh. Es tut so weh. Jetzt verstehen wir auch, worum es heißt, dass der Bart die Schminke des Mannes ist. Er sieht zum ersten Mal seit langer Zeit wieder sein Kinn. Yeah, I don't know about that. Me neither. I don't think it sticks back on though. Kannst ja mal versuchen, wieder festzukleben. Oh boy. Er kriegt rote Augen. Kurz vorm Heulen.
Und dann hat er das Video beendet. Ja, da gibt es auch nichts dazu zu sagen. Ich werde ja auch immer wieder mal aufgefordert, dass ich mir den Bart rasiere. Und ich habe das ja schon einmal gemacht und es war echt furchtbar. Und ich hatte tatsächlich eine Depression für ein paar Wochen, weil das habe ich überhaupt nicht ausgehalten. So von den Proportionen her kann ich da mein Gesicht überhaupt nicht leiden. Und jetzt, wo ich nicht mal mehr Kopfhaare habe, wäre es noch viel schlimmer. Und wenn ich so darüber nachdenke, dann kommt mir wieder eine Idee. Und zwar vielleicht rasiere ich mir den Bart ab, wenn ich 20.000 Abonnenten erreicht habe. Davon bin ich jetzt noch ein ganzes Stück entfernt, aber ich würde es ja anbieten. 20.000 Abos und ich rasiere mir meinen Bart wieder ab. Jetzt müsste ich das nur noch an ein Datum festmachen, damit die Wahrscheinlichkeit besteht, dass ich es nicht machen muss. Was haltet ihr von der Idee? Schreibt es mir doch unten in die Kommentare. Ja, ich denke, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank für eure Likes, eure Kommentare und eure Abos. Ich hoffe, wir sehen uns in diesem Jahr sehr oft wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank für eure Likes, eure Kommentare, eure Abos. Und ich bin hier in einem endlosen Loop gefangen. Damn it! Servus.